Hallo, LibreOffice, was ist Calc? Calc ist die Tabellenkalkulationskomponente von LibreOffice. Und Calc findet man unter Menü, Büro, LibreOffice Calc und kann per Paketmanager installiert und deinstalliert werden. Sie können Daten, normalerweise numerische Daten, in eine Tabelle eingeben und mit diesen Daten bestimmte Ergebnisse produzieren. Zusätzlich kann Calc Was-wäre-wenn-Abfragen durchführen. Sie geben einmal Daten ein und sehen die Ergebnisse der Berechnung, ohne dass Sie dafür die Daten ändern müssen. Calc kann aber noch mehr: Erstellung von Formeln, mit denen komplexe Berechnungen durchgeführt werden können. Datenbankfunktionen wie zum Beispiel Daten ordnen, speichern oder filtern, Erstellung von 2D- und 3D-Diagrammen, Makrofunktionen zum Ausführen von sich wiederholenden Vorgängen, die Möglichkeit, Excel-Dateien zu öffnen, zu bearbeiten oder zu speichern, Import oder Export von Tabellenkalkulationsdateien in verschiedenen Formaten, einschließlich HTML, CSV, PDF oder PostScriptNote, Datenpilot unter Excel, auch als Pivot-Tabelle bekannt. Tabellenblätter und Zellen. Mit Calc werden Berechnungstabellen bearbeitet. Tabellen bestehen aus einem oder mehreren Tabellenblättern. Hier ist es nur eine Tabelle. Hier kann ich dann mehrere Blätter hinzufügen. Jedes Blatt wiederum enthält Zellen, die ich auch anklicken kann, die in Spalten und Zeilen angeordnet sind. Eine bestimmte Zelle wird durch den Buchstaben der jeweiligen Spalte, zum Beispiel jetzt hier D, und die Nummer der jeweiligen Zeile, zum Beispiel hier 12, eindeutig identifiziert. Und wenn man eine Zelle anklickt, wird dann die ID sozusagen der Zelle oben angezeigt. Zellen enthalten die eigentlichen Daten, Zahlen, Text oder Formeln, die angezeigt und bearbeitet werden können. Jede Kalktabelle kann aus mehreren Tabellenblättern und jedes Tabellenblatt aus vielen verschiedenen Zellen bestehen. Ciao und viel Glück!